Hey, was geht denn, meine lieben Leute? Mein Name ist Alexander West und herzlich willkommen zu meinem Channel Captain Alex Stars 94er. Und ich hätte absolut gar nicht gerechnet, dass wir am 12. Platz sind bei dem Eurovision Song Contest in Malmo 2024. Und ich war total überrascht von dem Ergebnis. Und ich weiß nicht warum ich es sagen wollte, aber es ist unglaublich, dass wir schon beim letzten Mal, dass wir Lord of the Lost zum ersten Mal, dass er Lord of the Lost letzte sind, habe ich mir schon gedacht, dass der NDR ein bisschen in der verkackt war und die Jury hatte nicht gefallen über Rockmusik und so. Und wie gesagt, ich kann einfach nicht verstehen, warum die Jury nicht so für Pop Rock mögen. Und ich kann einfach sehr, sehr, sehr gut verstehen, dass die Leute mögen für Popmusik und so. Und es ist schon ein gemischtes Feeling und so. Aber bei 2024 habe ich echt absolut null gerechnet, dass wir am 12. Platz gelandet sind für Deutschland mit 117 Punkten. Und Ich muss wirklich ja ehrlich sagen, Enya, du hast mich echt wirklich total überrascht. Das geht auch für alle, für Eurovision Song Contest Kollegen und Kolleginnen und für die NDR und die ADF. Dank. Ich wollte echt nochmal vielen Dank sagen, dass wir auf den linken Tabelle sind, habe ich echt absolut gar nicht gerechnet. Ich hatte schon gewusst, dass Isaac sehr, sehr gut singen kann mit dem Song Always on the Run. Und wie gesagt, ich hatte schon öfter mal in Radio gehört und das natürlich nicht so radiotauglich oder manchmal schon radiotauglich ist, aber dass wir auf den linken Tabelle sind und bei Platz 12 mit 117 Punkten, pff, blows my mind. Natürlich will ich auch gratulieren für die Switzerland, also für die Schweiz. Nemo hat außen auch sehr, sehr gut gesungen mit dem neuen Song. Und ich hatte bisher noch nie gesehen, dass er beim Schwitzland so viel supportet hat. Und wie gesagt, Gratulation zu Nemo für diese unglaubliche krasse Punktestand mit 591 Punkten. Das ist schon echt heftig. Holy moly. Ich kann nicht gedacht, dass er bei den Schweden so viele Punkte geben kann für die Jury und für die Televoting und so. Vielleicht werden wir bestimmt am 2025 mal wieder Eurovision Song Contest und vielleicht können wir an Top 10 hochkommen oder vielleicht an Top 3. Wer weiß. Es könnte vielleicht gehen. Aber ich hoffen wir mal, dass wir wieder auf der Spitze gehen. Ich hoffe, dass wir am 2025 dass wir wieder an Top 10 oder an Top 3 schaffen mit neuen Singen und neuen Song. Und vielleicht, wenn es da bestimmt radiotauglich ist, dann hoffe ich mal, dass wir bestimmt
in den höchsten Rang aufsteigen. Und das wollte ich ja Leben gerne wünschen. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Eurovision Song Contest wieder mal Glück haben. Und ja, wie gesagt, Ladies and Gentlemen, werden wir mal sehen im nächsten Jahr. Und hoffentlich wird Deutschland und für NDR natürlich ein bisschen besser gehen. Wer weiß. Alles wird bestimmt offen gehen. Alles wird offen sein. Und jo, mehr dazu sagst du, mehr darf ich nicht sagen. Und ich wollte nochmal vielen Dank sagen fürs Zuschauen. Und ja, die Nachricht hat mich echt total umgehauen. Und ich hatte schon bei einem Pierschmack auch auf sein Video gesehen. Den Video werde ich mal für euch in der Beschreibung. Und wisst ihr Bescheid, weil ich bin auch manchmal ein sehr, sehr guter Musik. Ich kenne auch mit der Musik ja sehr, sehr gut aus und den Songs und so und die Sänger, weil ja, das ist mein Ding. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht zu liken dieses Video, abonniere meinen Channel und vergesst nicht, die Notification anzuschalten und sei der Part der Captain Squad. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal. Und ach ja, vergesse ich an mein Social Media an mein Instagram, Twitter oder ihr findet das alles in meiner Plattform. Und ihr könnt mich bei Captain slash Alex slash Stars slash 994. Nochmal. A Captain slash Alex slash Stars slash 94. Merkt das euch. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss, Matrosen und bye bye.